Das ist nicht herrlich. Doch den Feenbehälter. Suche in den Türmen nach Feenblüten, um ihn aufzufüllen. Der Feenbehälter, ist der da? Okay. Und du hast auch was, ne? Mein Grundstein. Ein roten Stein. Keine Schriftrolle. Letzte Nacht türmte ich, dass eine wunderschöne Frau. Letzte Nacht träumte ich, dass eine wunderschöne Frau mich im Schlafe besuchte. Sie war betörend, hypnotisierend. Sie erzählte mir, es werde ein Krieger kommen und den Fürsten der Lykaner vernichten. Und sie und ihr Volk würden ihn dabei unterstützen. Sie war die Königin der Feen und sprach in einer Zunge, deren ich heute nicht mächtig war. Dennoch verstand ich jedes Wort. Meine Augen werden sicher nie wieder eine solche Schönheit erblicken. Wenn ich heute sterbe, das ist allerdings passiert, dann in dem Wissen, dass ich Dinge gesehen und erlebt habe, die keinem anderen vergönnt waren. Und so kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass die verheißene Belohnung wirklich existiert. Das kannst du wohl. Aber Frage ist, nützt dir dieses Wissen was? Ich glaube nicht. Wo ist denn eigentlich dein Handschuh? Ist das jetzt die linke Hand? Ja, die linke Hand ist. Oh Leute, ist das so geil! Das ist so Hammer, dieses Spiel! Das gefällt mir immer mehr. Oh! Hallo! Ja, machen wir mal ganz. Ich will ja nicht so sein. Ja, ne? Du hast jetzt aber mal einen roten Stein, bitte. Ja, einen roten Stein! Hey Leute, ich hab's geschafft! Juhu! Yes! Jawohl! Leute, wir haben's geschafft! Yes! Juhu! Tada! Du hast deinen Schattenstein-Medaillon aufgefüllt und so deine Magiekapazität gesteigert. Das kann uns einiges weiterbringen. Diese Kapazität. Ups, falsche Taste, ich habe auf X gedrückt, sorry. Ah, jetzt muss ich. Oh Gott! Entscheidet euch mal ein bisschen früher. Nein. Ich bin mal wieder total im Zwiespalt. Hab mal wieder überhaupt keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Ich gehe mal da oben hin, weil das eben ein bisschen versteckt wird. Aha. Oh, hallo. Ja, das war die richtige Idee. Und einen blauen Stein. Ja, einen blauen Stein. Tada! Jawoll. Tada, 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 tada. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Oh Leute, mir geht's so gut. Ich habe die Prüfung gut hinter mich gebracht. Dies ist übrigens das erste Video, das ich aufnehme, seit ich die Prüfung bekommen habe. Mit Ausnahme von den Videos, die ich zusammen mit Robin aufgenommen habe. Das soll gesagt sein. Aber das ist jetzt das erste Video, nachträglich nach den Prüfungen, das ich aufgenommen habe. Och. Wenn da jetzt wieder ein Dekaner rauskommt. Oder war wirklich ein Troll. Oder auch gar nichts. Kann natürlich auch passieren. Warum fahren die nach unten ein? Ah, das ist kein Zeitspiel. Ist das gewesen? Ein Zeitspiel auf Zeit. Oh. Sag mal, sind da aber viele Türen. Im dritten Kapitel, das lebt ja förmlich von Türen. I listen something und ich lese richtig. Einfach mal blind irgendwie eine Taste drücken, mit der ich irgendwie die Magie aufladen kann. Brauchen natürlich gerade überhaupt keine.
Kommt eigentlich auch selten vor, aber es passiert ab und zu mal. Ach, geh schon. Danke. Mal ein Dolch, ne? Jawohl, ein Messer. Hab ein Dolch gefunden. Oh, ich hab mehr Dolche gefunden. Mehr Dolche kann ich nicht lüpfen. Nur ein... Oh, nö. Only a warg. Climb up such a big ball. I need a warg. Ein Gewag. Wie geht's da jetzt noch weiter? Keine Ahnung, Leute. Ohne Ausnahme. Ausnahmslos, ich bin hoffnungslos geworden. Ein Wag! Hi! Ich hab einen Wag gefilmt. Moin! So gut, so schnell war ich auch noch nie mit dem Wagen unterwegs. Für diese Tür brauche ich drei irgendwas. Keine Ahnung. Ah, drei Feen kann es sein. Kann es sein, dass es drei Feen darstellen sollen? Climb up! It's your chance! Meine mangelnde Gesundheit wieder regeneriert von 6. Ah, guck mal, a big leak truck. Alle, mein Kleiner. Geht's dir gut? Ich habe ja so einen von dir schon ewig nicht mehr gesehen, gell? Du Kleiner, Schleimer, du. Ach, weißt du, ich habe einfach keine Lust, mich mit dir rumzuschreiben. Ich habe auch einen unparierbaren Angriff. Von mir. Claro. Nur, dass du es weißt. Aua. Ich kann auch einen unparierbaren Angriff machen. Nicht so ganz blöde wie du. Wo einfach mal denkt, ich greife eine Kreatur an, bei der ich unglaublich denke, dass es so weitergeht mit mir. Aber das geht ja anscheinend bei dir nicht. Also muss ich es ja so machen. Ja? Ah, das war ja klar. Komm schon, bring's zu Ende. Oh mein Gottness. Und ich dachte, oh Gott, nee, oder? Klasse, Junge! Au! Ich lade die falsche Fähigkeit. Ist das logisch, oder? Hopp. Nein, das geht ein bisschen schwerer, Gabriel, ne? Ah! Sieht ein bisschen aus wie Thor.
Logisch. Wie soll's auch anders sein, hä? Magiebrunnen. Ständig sind irgendwelche Magiebrunnen da, die man nicht braucht. Und jetzt, wo man mal einen braucht, findet man keinen. Hä? Was? Wenn die Feen ausgewählt sind, kannst du B drücken, um eine von ihnen auf den nächsten Feind zu hetzen. Indem du B erneut drückst, kannst du weitere Feen losschicken. Die Feen fliegen auf ihr Ziel zu und können bestimmte Gegner ablenken, sodass sie dir genug Zeit bleibt, eine verheerende Attacke auszuführen. Feen sind äußerst empfindlich und sterben nach einmaligem Gebrauch. Die magischen Kräfte, die die Feen leben, die den Feen Leben einhauchen, kann man auch verwenden, um bestimmte uralte Geräte zu aktivieren. Lichtfeen. Wenn die Lichtmagie aktiv ist, explodieren Feen, wenn sie den Feind berühren. Eine solche Explosion richtet großen Schaden an und reicht sogar aus, um manche Feinde zu töten. Allerdings werden die Feen dabei ebenfalls vernichtet. Ja gut, wenn sie explodieren, ist ja klar. Fortgeschrittene Techniken. Ah, ich kann die super heftig Combo upgraden. Aber momentan habe ich noch nichts. Erdrutschieb. Wow. Ja, aber das reicht noch nicht ganz. Ne, ich habe nichts. Kein Money, kein Geld. Eine Fee habe ich. Ja! Zuerst mal den Soldaten. Eine Schriftrolle. Also, ich habe ja heute noch nichts gelesen. Beleidigung. Belohnung für Lösung des Rätsels. 300. Ich habe einige Inschriften auf diesen alten Mauern entdeckt. Sie müssen im Zusammenhang mit den großen Runen unten stehen. Die blaue Rune hat nur einen Nachbarn. Es gibt eine rote Rune und die blaue links neben sich hat. Hä? Die blaue Rune hat nur einen Nachbarn. Es gibt eine rote Rune und die eine blaue links neben sich hat. Das heißt. Ja. Das heißt, die Runen sind blau, rot, blau. Ist ja logisch. Oder? Muss das so sein? Nach hier wieder voll auffüllen. Achso, da. Ah. Verstanden. Hep. So, Leute. Also. Eine. Blaue Rune. Eine blaue Rune. Nee, eine rote Rune. Also, blaue Rune. Und rote Rune. Da ist noch eine rote. Ja, Rätsel gelöst. Tada! Okay, ich war zwar falsch mit meiner ersten Vermutung, aber halt die Magie an, Junge. Ich hab das Rätsel gelöst.